Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Zusatzstream zu unserem Kurs Mobile Apps für Android. Ich darf Sie ganz, ganz herzlich begrüßen, vielleicht heute in etwas kleinerer Runde, aber genauso können Sie auch heute einfach mal kurz Hallo sagen, schreiben Sie was in den Chat rein, dann weiß ich zumindest, dass die paar von Ihnen, die sich jetzt auch heute Abend hierhin verirrt haben, da sind. Und dann fangen wir auch gleich an. Ich würde heute gerne, auch deshalb, weil es ja so eine kleine Zusatzveranstaltung ist, die Zeit nutzen, um mit Ihnen über die aktuelle Übungsaufgabe zu sprechen und mir heute vielleicht im Stream ganz konkret Dinge anzuschauen, die vielleicht ein bisschen nicht beachtet werden würden oder in die man vielleicht nicht so viel Zeit investieren würde, wenn man sich nur auf die neuen Inhalte der Übungsaufgabe konzentrieren würde. Warum möchte ich das machen? Weil, vielleicht haben Sie das schon gemerkt, die Übungsaufgaben werden jetzt ein bisschen schwieriger. Schwieriger in dem Sinne, dass jetzt immer ganz, ganz viele neue Sachen vom Android-Framework hinzukommen. Und wir trotzdem ja ein bisschen darauf schauen sollten, dass wir auch die Sachen, die jetzt weniger mit Android zu tun haben, gute Praxis des Programmierens, sauberes Software-Design etc., dass wir das versuchen, durchgehend im Kurs auch beizubehalten. Also deshalb heute so eine kleine einführende Programmiersitzung in die aktuelle Übungsaufgabe. Wir werden uns ein bisschen was von den neuen Sachen anschauen. Also wir werden am Ende auch einen kurzen Blick auf den Adapter und die Views werfen. Vor allem möchte ich aber so ein bisschen nochmal mit Ihnen über diese Trennung zwischen User Interface und Datenschicht sprechen. Vielleicht ganz kurz vorweg eine Frage an den Chat. Wer von Ihnen hat denn schon mit der Bearbeitung der aktuellen Übungsaufgabe begonnen? Also es geht um diese Aufgabe mit dieser To-Do-App, die Sie implementieren sollen. Eine einfache To-Do-Aufgabe. Und vielleicht können Sie einfach mal Ja, Nein in den Chat reinschreiben, je nachdem, ob Sie die Aufgabe schon sich angeschaut haben und schon programmiert haben oder nicht. Okay, also ein paar von Ihnen haben angefangen, ein paar noch nicht. Okay, vielleicht sind ja auch Leute dabei, die das gar nicht machen müssen. Ich würde vielleicht zur Sicherheit nochmal den Link posten, wo Sie nicht nur das Übungsblatt finden, sondern wo Sie dann auch das Starterpaket finden können, wenn Sie jetzt nochmal neu mitprogrammieren möchten. Werfen wir mal gemeinsam einen ganz kurzen Blick auf das, was wir machen wollen. Mal kurz, da ist mein Whiteboard. Wir wollen diese To-Do-App programmieren, die Sie hier rechts, links im Bild sehen. Ups. Blick. So. Die Sie hier links im Bild sehen. Und die ist im Wesentlichen gar nicht so kompliziert. Also schauen Sie mal sich das User Interface an. Wir haben hier so einen kleinen Eingabebereich. Da werden neue Aufgaben durch den Nutzer und Nutzerinnen angelegt. Eine Aufgabe besteht immer aus einem Text. Und das sehen wir jetzt nicht in dem User Interface, zumindest nicht in der Eingabe, aber einem Datum, wann wurde die Aufgabe erstellt, und einem Status, ist die offen oder geschlossen. Das macht eine Aufgabe innerhalb unserer App aus. Und wenn Sie das Starterpaket sich schon angeschaut haben, dann wissen Sie, dass wir Ihnen dafür auch schon eine Klasse vorgegeben haben. Da können wir auch gleich einen Blick drauf werfen. Und wenn Nutzer und Nutzerinnen jetzt eine neue Aufgabe erstellen möchten, geben Sie die Beschreibung hier ein. Also zum Beispiel sowas wie Stream schauen. Kann man jetzt vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber ich habe Ihnen ja gesagt, was da steht. Dann wird auf diesen Button geklickt und dann passiert irgendwas in unserer App und irgendwann landet die Aufgabe dann hier als neuen Eintrag in dieser Liste. Und dann kann ich als Nutzer oder kann ich als Nutzerin auf einzelne dieser Elemente draufklicken, damit den Zustand verändern, also sie von offen nach geschlossen schieben. Und dann wird sich diese Liste einmal neu sortieren, sodass die geschlossenen Items ganz nach unten geschoben werden und die geschlossenen Items, wenn Sie das so in der ersten möglichen Optimierung auch entsprechend umgesetzt haben,
werden anders angezeigt als die noch offenen Aufgaben, sodass wir direkt im User Interface diesen Zustand zwischen den beiden, zwischen diesen beiden Zuständen, den ein Task haben kann, nämlich offen oder geschlossen, dann auch gleich ablesen können. Und an diesem kleinen Beispiel kann man eine ganze, ganze Menge sich anschauen, was wir nicht nur bei der Programmierung von Android-Apps brauchen, sondern auch ganz allgemein in der Entwicklung von Software. Es gibt auf der einen Seite die Dinge, die wir uns deshalb anschauen wollen, weil wir Neues über Android lernen wollen. Zum Beispiel, wie wir diese Einträge in so einer Liste gestalten, dass die nicht mehr nur aus einem einzelnen String bestehen, sondern wie Sie jetzt hier sehen, sind das so zwei Informationen, nämlich einmal der Text und auf der Seite daneben das Datum. Das sind zwei Informationen pro Listen-Item. Da müssen wir uns damit beschäftigen, wie wir das umsetzen. Und wir müssen uns auch mit neuen Android-Sachen damit beschäftigen, wie wir jetzt diese Inhalte, die vielleicht in der Datenstruktur gespeichert sind, vielleicht in der Array-List oder so, mit diesem ListView verbinden. Und Sie erinnern sich, dass wir da in der letzten Woche also einfache Adapter verwendet haben, die ein Array mit irgendwelchen Objekten, die in einen Text umgewandelt werden können, in ein bestehendes ListView integrieren, ohne dass wir viel tun müssen. Jetzt in dieser Aufgabe müssen wir einen eigenen Adapter implementieren, damit der dem ListView sagt, wie dieses View, dieser einzelne Eintrag innerhalb der Liste ausschauen soll, damit genau diese Informationen dargestellt werden. Also neue Sachen von Android sind eigene Adapter, um Datenstrukturen mit ListViews oder auch anderen ähnlichen UI-Elementen, RecyclerView zum Beispiel, zu verbinden. Und auf der anderen Seite, die Views für diese einzelnen Einträge im User-Interface aufgebaut und angelegt werden. Dann bleibt aber in dieser App noch die Frage, wie repräsentieren bzw. wie verwalten wir diese ganzen Aufgaben. Und das ist eine zweite Sache, die man sich anschauen kann, die jetzt gar nicht so viel mit Android per se zu tun hat, sondern allgemein mit vielleicht Software-Design. Also wo stecke ich in meine Anwendung die einzelnen Objekte hin, die die Business-Logik oder die Datengrundlage meiner Anwendung ausmachen? Wie verwalte ich das? Wo packe ich das vielleicht auch nicht hin? Und wie definiere ich Schnittstellen, sodass andere Stellen meiner Anwendung möglicherweise mit diesen Daten interagieren können? Und das beides würde ich mir gerne heute mit Ihnen anschauen. Ich würde gerne anfangen mit diesem ersten Teil, mit diesem Repräsentieren der Tasks innerhalb unserer Anwendung und danach dann mir anschauen, wie wir ein ganz einfaches Layout für diese Liste gestalten können. Also wirklich nur mit diesen beiden Textviews für die Beschreibung der Aufgabe und das Datum. Und dann zeige ich Ihnen so als Abschluss vielleicht noch, wie Sie diesen Adapter erstellen können. Und von da haben Sie dann vielleicht einen ganz guten Einstieg in die eigene Bearbeitung der Übungsaufgabe. Ein kleiner Hinweis noch, während ich hier versuche umzubauen. Ein paar von den Sachen, die wir jetzt heute im Stream uns anschauen, vor allem zu diesem ersten Teil, die sind in der Aufgabenbeschreibung explizit als optional gekennzeichnet. Also wenn Sie vielleicht die Dinge jetzt anders machen, als ich Ihnen das jetzt vorstelle, auch vor allem, wenn Sie die Aufgabe schon angefangen haben, machen Sie sich keine Sorgen, das ist vielleicht genauso richtig. Der Schwerpunkt bei diesen Aufgaben sollte immer sein, dass Sie die neuen Sachen, die zum Android-Framework gehören, sich aneignen und die ausprobieren. Das heißt, das, was ich jetzt als zweites genannt habe, Adapter und ListViews, ist das, was im Vordergrund steht. Und ich werde dann immer vielleicht durch solche Zusatzsachen oder vielleicht, weil wir das in einem Stream dann nochmal aufgreifen, versuchen, das Ganze dann einzuordnen in diese übergeordneten Software-Engineering-Themen. Fangen wir vielleicht einfach mal an mit den ersten Schritten. Und ich wechsle in meine Entwicklungsumgebung. Ich habe das Starterpaket, was in der Aufgabenbeschreibung verlinkt ist, heruntergeladen, habe das entpackt und geöffnet in Android Studio und habe eigentlich noch nichts an dem Code verändert. Also es ist genauso, wie Sie das auch vorfinden würden. Kleine Frage, die Leute, die jetzt mitprogrammieren möchten, haben die entweder Ihren eigenen Lösungsansatz, den Sie vielleicht schon entwickelt haben, offen oder haben Sie sich dieses Starterpaket runtergeladen oder braucht noch irgendjemand kurz Zeit?
schreiben Sie einfach mal Ja, Nein rein, ob Sie bereit sind, dass wir jetzt mit der Implementierung anfangen können. Also, wie schaut es bei Ihnen aus? Okay, Sie sind soweit. Dann, ich habe eine kleine Sache gegenüber dem Starter-Paket verändert. Ich habe in die OnCreate-Methode von meiner Anwendung diesen Log-Befehl reingeschrieben. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten ja am Freitag so ein paar Probleme mit dem Logging-Befehl. Aber wenn ich jetzt diese App nochmal starte, dann sehen Sie hier unten, kann das ein bisschen größer machen, dass Sie auch meine Debugging-Anzeige sehen, dass hier dieser String, den ich hier eingebe, als Parameter von diesem logd-Befehl, dass der ausgegeben wird. Ich habe die Ausgabe beschränkt auf den Tag, den ich hier eingegeben habe, als ersten Parameter to-do-app, damit ich nur die Dinge sehe, die mich auch wirklich interessieren und die ich selber in meinem Code hier mit diesem Tag ausgeben möchte. Und zumindest aktuell funktioniert die Verbindung. Das heißt, wir können jetzt auch, während wir implementieren, ein wenig debuggen. Dieses Log-D-Prinzip oder dieses Printlining mit Android, haben Sie sich das in den letzten Tagen mal selber angeschaut? Also haben Sie sich da ein bisschen vertraut mitgemacht und funktioniert das bei Ihnen? Haben Sie sich schon angewöhnt, das auch immer mal wieder bei der Implementierung von Ihren Anwendungen zu verwenden? Also einfach mal ja, nein. Kennen Sie das mittlerweile schon? Ich kann ja mal schon einen kleinen Ausblick geben. Wir werden Ihnen wahrscheinlich im Laufe dieses Monats noch mehr heranzoomen, natürlich. Wir werden Ihnen wahrscheinlich im Laufe dieses Monats oder wir werden Sie im Laufe dieses Monats bitten, an einer kleinen Studie teilzunehmen. Und Teil von dieser Studie wird unter anderem auch sein, dass wir uns dieses Log-D genauer anschauen und Ihnen eine Möglichkeit geben, ein kleines Tool auszuprobieren, mit dem Sie diese Log-Ausgaben vielleicht ein bisschen komfortabler innerhalb der Entwicklungsumgebung erstellen können. Also das mal so als kleiner Ausblick, auf was Sie sich freuen können. Und jetzt fangen wir mit der Implementierung an. Da gibt es bestimmt auch VP-Stunden, zumindest wenn Sie Medieninformatik oder Informationswissenschaft studieren. Aber Sie können natürlich auch teilnehmen, wenn Sie einfach nur der Wissenschaft helfen wollen. Ich würde jetzt gerne damit anfangen, mir zu überlegen, wie ich diese Aufgaben, die der Kern dieser Anwendung tatsächlich sind, wie ich die innerhalb meines Codes repräsentieren kann, beziehungsweise ein bisschen genauer, wie ich die Menge oder die Liste der Aufgaben, die es aktuell gibt, verwalten kann. Denn wie eine einzelne Aufgabe verwaltet ist, das muss ich mir gar nicht überlegen. Das sehe ich nämlich, wenn ich in den vorgegebenen Code schaue und da sehen Sie, dass es so eine Task-Aufgabe, eine Klasse gibt, die wir für Sie schon implementiert haben und die bildet im Wesentlichen das ab, was wir so an minimalen Informationen brauchen, um eine Aufgabe innerhalb der Anwendung zu beschreiben. Gehen wir das mal von oben nach unten kurz durch. Wir haben eine Klasse, die implementiert ein Interface, Comparable. Das ist gar kein Android-spezifisches Interface, sondern das ist klassisches Java. Durch dieses Comparable-Interface werden Sie gezwungen, eine bestimmte Methode zu implementieren. Sehen wir gleich unten. Und dann erlaubt es das Implementieren dieser Methode, diesen Task oder eine Instanz dieser Task-Klasse mit einer anderen Instanz einer Task-Klasse zu vergleichen. Und dieser Vergleich, den wir da implementieren, der kann zum Beispiel verwendet werden, um Datenstrukturen, die solche Task-Objekte beinhalten und die sortierbar sind, automatisch zu sortieren. Kurze Frage, dieses Comparable, erinnern Sie sich noch daran? Ich muss zugeben, dass ich mich selber kaum noch daran erinnere, aber ich glaube, wir haben das mal in dem OOP-Kurs angesprochen. Sagt Ihnen das was? So als Standard-Interface innerhalb des Java, JDKs, SDKs, das man verwenden kann, um eben Klassen, die man selber modelliert, diese zusätzliche Möglichkeit zu geben, gegeneinander verglichen und dann als Konsequenz daraus zum Beispiel sortiert zu werden. Also ganz wichtig,
wenn Sie eine Datenstruktur von eigenen Objekten haben und Sie wollen sich nicht selber damit beschäftigen, die zu sortieren, sondern zum Beispiel dieses Collections.sort zu verwenden, um eine Array-Liste zu sortieren, implementieren Sie dieses Comparable-Interface, geben Sie nach bestimmten Kriterien an, wie diese Klasse gegenüber anderen einsortiert werden soll. Wir können da auch gleich mal einen Blick auf die Implementierung werfen. Und wenn Sie das machen bei der Modellierung Ihrer eigenen Klassen, können Sie sich an anderer Stelle Ihrer Anwendung eine ganze Menge Arbeit sparen, weil Sie zum Beispiel nicht selber sortieren müssen. Unsere Task-Klasse, die hat im Wesentlichen 4 Eigenschaften. Also jede Aufgabe innerhalb unserer Anwendung wird beschrieben durch 4 Eigenschaften, nämlich eine eindeutige ID. Ich habe da als Datentyp diese UUID benutzt. Das ist auch wieder eine vorgegebene Klasse von dem Java-Framework, also nicht von Android, sondern von Java an sich. Und das ist einfach ein eindeutiger Identifier. Wenn Sie irgendwo an irgendeiner Stelle irgendetwas ganz eindeutig identifizieren müssen, Sie wollen, dass es irgendwie eine ID gibt, eine Kennung, wie auch immer, die nicht ein zweites Mal vorkommt, dann können Sie Instanzen von dieser UUID-Klasse generieren. Und jede unserer Aufgaben hat sowas. Also die können sich in allen anderen Eigenschaften ähneln oder gleich sein. Das hier wird immer unterschiedlich sein. Dann hat jede Aufgabe eine Beschreibung. Das ist der Text, der hier eingegeben wird. Ein Datum, wann wurde diese Aufgabe erstellt innerhalb unserer Anwendung. Und ein State ist nämlich einfach die Information, ist diese Aufgabe offen oder geschlossen. Hier steht jetzt Task State. Und anstatt dass ich mit einem Boolean arbeite, wie zum Beispiel is open oder is closed als Instanzvariable, habe ich stattdessen dieses kleine Enum hier definiert, das genau 2 Zustände abbildet, nämlich open oder closed. Und einer dieser Werte wird immer in dieser Variable hier gespeichert, sodass wir dann immer dem Task über diesen Enum ansehen können, ob er noch offen oder geschlossen ist. Erinnern Sie sich noch an Enums? Ich glaube, das habe ich lang und breit im letzten Winter Ihnen immer wieder erklärt. Das ist auch eines meiner Lieblingsthemen ist. Ja, Sie erinnern sich noch an Enums. Wenn Sie sich das hier mal anschauen, Task State hat genau 2 Einträge, Open und Close. Das heißt, überall da, wo wir dieses Enum als Datentyp verwenden, können wir 2 Zustände abbilden, Open und Closed. Und ich habe jetzt gesagt, ich habe das explizit nicht als Boolean genommen, obwohl das ja hier in unserem Fall so eine binäre Entscheidung ist, also entweder offen oder nicht, also offen oder geschlossen, kann man ja runterbrechen auf so eine binäre Entscheidung, der Task ist noch offen oder nicht mehr offen. Können Sie sich vorstellen, warum es vielleicht auch bei so einfachen Sachen besser ist, ein Enum zu verwenden? Oder was könnte ich mit diesem Enum mehr machen als mit einer Boolean-Variable? Irgendwelche Vorschläge, was wir an der Stelle mit so einem Enum vielleicht gut umsetzen könnten in dem Design von dieser Task-Klasse? Also ein einfaches Argument wäre, wir könnten mehr, genau, also Boolean hat erstmal nur 2 Zustände und auch wenn wir jetzt hier argumentieren könnten, passt schon. Wir haben ja hier im Moment auch nur 2 Zustände. Wir hätten hier die Möglichkeit, mehr zu machen. Wir könnten anstatt zum Beispiel Open und Closed vielleicht noch so einen Zwischenzustand einführen, wie zum Beispiel Urgent oder sowas. Also vielleicht ist das eine Aufgabe, die ganz wichtig ist. Oder vielleicht eine Aufgabe, die neu ist, wo wir selber noch den Zustand definieren. Fällt jetzt kein so super Beispiel ein, aber wenn Sie so ein Enum benutzen und wenn Sie dann vielleicht Ihre Anwendung weiterentwickeln möchten, dann ist das wesentlich leichter, als einen Boolean zu nehmen. Und es drückt auch stärker das aus, was da eigentlich hintersteht, nämlich ein zwei wohldefinierte Zustände und nicht eine Kombination aus 2 verschiedenen Boolean-Werten. Also deshalb dieses Enum. Dann haben wir unseren Konstruktor. Der Konstruktor für einen neuen Task, der bekommt nichts anderes übergeben als eine Beschreibung. Also das, was hier drin steht in diesem Textfeld, wenn die Nutzer und Nutzerinnen auf diesen Plus-Button klicken, das ist die einzige Information, die benötigt wird, um eine neue Aufgabe zu erstellen. Die ID
wird zufällig erstellt. Das Datum wird generiert und dafür verwenden wir genau den Zeitpunkt, an dem der Konstruktor aufgerufen wird. Der Zustand ist im Anfang immer offen und die Beschreibung ist eben das, was als Parameter reingegeben wird. Das heißt, unser Konstruktor macht genau das und braucht oder bekommt von außen nur die Information, die wirklich notwendig ist, weil alle anderen Informationen, die ergeben sich einfach durch den Aufruf. Also die ID wird zufällig generiert, Datum ist immer das Datum, wenn der Konstruktor aufgerufen wird, State ist immer offen. Dann habe ich hier in dieser Aufgabe noch das hier, einen Konstruktor, der nicht mehr nur die Description beinhaltet, sondern neben der ID auch einen spezifischen Zeitpunkt für das Erstellen und einen spezifischen Zustand. Und dieser Konstruktor, der ist private. Das heißt, der kann von außen gar nicht aufgerufen werden. Können Sie sich irgendwelche Anwendungsfälle vorstellen, wo ein Konstruktor innerhalb einer Klasse sinnvollerweise von außen nicht zugänglich sein könnte? Also ein Anwendungsfall, der verbirgt sich hier drin. Aber können Sie vielleicht nochmal überlegen, fällt Ihnen irgendwas ein, wo es vielleicht Sinn ergeben könnte, dass ich neben öffentlichen Konstruktoren, also diesem Interface nach außen einer Klasse, so möchte ich erstellt werden, auch ganz explizit private Konstruktoren habe, die eben nicht von außen zugänglich sind, die ganz bewusst nur innerhalb der Klasse verwendet werden können. Ja, also um eine ID festzulegen, also der Sinn ist, wir haben hier Parameter, klar, und wir wollen diesen Konstruktor einmal mit wenigen Parametern und einmal mit vielen Parametern festlegen. Und wir könnten hier ganz explizit eine ID festlegen. Worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist, dass vielleicht die Konstruktion von einem Objekt ein bisschen komplizierter ist als nur ein Konstruktoraufruf. Und vielleicht habe ich Anwendungsfälle, wo von außen irgendjemand sagt, ich hätte gerne ein Task-Objekt nach bestimmten Kriterien. Und dann erzeuge ich vielleicht eine statische Methode und die ruft dann diesen internen Konstruktor auf. Also wir haben vielleicht einen mehrstufigen Prozess, in dem die Objekte konstruiert werden, diese Task-Objekte, und Teile des Entstehungsprozesses sind als private Konstruktoren nur dieser Klasse selber zugänglich. Und in unserem Fall ist das hier der Grund. Wir haben so eine Copy-Methode, mit der können wir eine Deep Copy von unserem Task-Objekt erstellen. Sagt Ihnen der Begriff Deep Copy was? Der Unterschied, wenn wir mal im Deutschen zwischen einer flachen und einer tiefen Kopie, wenn es um Objekte innerhalb von einer Programmiersprache geht. Erinnern Sie sich daran, dass wir im Winter relativ lange über Referenzen gesprochen haben. Wir haben auch relativ lange darüber gesprochen, dass es sowas wie Referenzen in Java nicht so wirklich gibt, sondern dass das alles irgendwie Werte sind und manche Werte halt Referenzen beinhalten. Das ist nicht so wichtig. Was aber wichtig ist, dass wir festgestellt haben, dass wenn ich Objekte habe, die Variable, in der so ein Objekt gespeichert ist, eigentlich immer nur auf eine Stelle im Speicher. Nochmal, das stimmt nicht so wirklich, aber wir stellen uns das jetzt mal vor, weil in Java das ein bisschen anders funktioniert als in Programmiersprachen, wo es wirklich Zeiger gibt. Aber da steht halt irgendwo einfach nur drin, wo dieses Objekt im Speicher liegt. Und Sie können zwei Variablen haben, die beide auf das gleiche Objekt verweisen. Das ist überhaupt kein Problem, manchmal auch gewollt und manchmal nicht. Und wenn Sie jetzt hier so ein Task-Objekt haben und Sie möchten das ganz, ganz sicher innerhalb Ihrer Anwendung verteilen. Also Sie möchten sicher gehen, dass wenn Sie dieses Task-Objekt irgendjemandem anders geben, also zum Beispiel dem User-Interface, und die sollen nichts damit anstellen können. Die sollen das gerne anzeigen können, die sollen auslesen können, was da drin steht, aber die sollen nichts an dem Zustand verändern können, zumindest nicht an dem ursprünglichen Task-Objekt. Dann gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Fällt Ihnen die erste ein? Wie kann ich ein Objekt so modellieren in sich, dass es relativ gefahrlos ist, Instanzen dieses Objektes rumzuschicken, weil ich durch bestimmte Designkriterien dafür sorge, dass das nicht veränderbar ist?
Fällt Ihnen da was ein? So ein Begriff? Protected oder Static? Ja. Das sind so Schlüsselwörter, die vielleicht was damit zu tun haben, aber es gibt so ein Pattern, so ein Konzept, das wir schon ein paar Mal bei der Objektmodellierung verwendet haben, was sicherstellt, dass wir einfach Objekte mehr oder weniger so als ja, fertiges Paket an Werten rumreichen und die konkreten Werte können nicht mehr verändert werden. Und dann kann jeder irgendwie dieses Objekt sich anschauen und machen, was er möchte, aber an dem Zustand des Objekts kann niemand mehr was verändern. Das ist dieses Immutable-Prinzip. Sagt Ihnen das noch was? Wir nehmen einfach ein Objekt, wir setzen alle Instanzparameter auf Final, sodass die nur im Konstruktor initialisiert werden können und danach einfach zwar ausgelesen, aber nicht mehr verändert werden können. Und wenn wir dann so ein Objekt rumreichen, ist völlig egal, was irgendjemand damit macht, weil er kann das nicht verändern. Also keine Komponente kann irgendwas daran ändern. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Unser Task-Objekt, das hat ja hier ganz bewusst so eine Eigenschaft, die soll sich ändern. Ich möchte nicht jedes Mal ein neues Objekt anlegen, wenn sich der Task-State ändert. Das heißt, so ein bisschen Objektorientierung in diesem Sinne möchte ich schon haben. Task-State kann getoggelt werden. Und trotzdem möchte ich dem User-Interface vielleicht eine Variante geben, die nicht die Gefahr birgt, dass dann aus dem User-Interface vielleicht direkt dieses Task-Objekt verändert wird. Und das realisiere ich jetzt, da könnte ich realisieren, das ist auch so ein optionaler Teil von der Aufgabe, mit Kopien. Ich kopiere eine Aufgabe und wenn ich die Aufgabe kopiert habe, dann gebe ich die Kopie zum Beispiel an das User-Interface, das dann dieses Task-Objekt rendert. Und wenn es dann an dem State was ändert oder wenn es, falls wir das so modelliert hätten, die Description ändert, kann das User-Interface das gerne tun. Aber an dem internen Objekt ändert das nichts. Wir haben immer noch das Original irgendwo an einer anderen Stelle der Anwendung. Und dazu haben wir diese Copy-Funktion. Und diese Copy-Funktion, die nutzt diesen privaten Konstruktor, bei dem wir die Parameter des Objektes einzeln nennen können und erstellt mit den Werten, die aktuell in dem Objekt, auf dem die Copy-Funktion aufgerufen wird, drinstehen, ein neues Task-Objekt mit genau den gleichen Werten und gibt das als Ergebnis zurück. Und das ist in diesem Fall relativ leicht. Also Description, ID und Current State, das sind alles Immutables in sich schon. Also hier, das verrate ich Ihnen jetzt, dass das ein Immutable ist. Das hier ist auch ein Immutable. Task State ist nur ein Enum-Eintrag. Das kann auch nicht in der Substanz verändert werden. Und das können wir einfach kopieren. Und das Creation Date, dieses Erstellungsdatum, das können wir, wenn Sie da mal reinschauen, get creation date copy, wo habe ich es denn aufgeschrieben? Hier. Auch relativ leicht kopieren. Wir lesen uns den Wert aus, der aktuell in dem Datum drinsteht und erstellen ein neues Datum auf der Basis. Das ist übrigens hier dieser Timestamp in Milliseconds. Alles kein so großes Problem für uns. Also das Objekt kann relativ leicht kopiert werden, indem wir ein neues Objekt erstellen mit den aktuellen Werten. Und nur bei dem Creation Date müssen wir ein bisschen achten, was wir tun. Wenn wir hier nämlich das Objekt direkt übergeben würden, würden wir eine Verbindung zwischen der Kopie und dem Original erstellen, denn die würden dann an der Stelle beide auf das gleiche Objekt verweisen. Weil dieses Creation Date ist ein Objekt, das ist hier gespeichert. Das heißt, in dieser Variable ist eine Referenz gespeichert. Wenn wir die einfach übergeben würden, wäre in dem kopierten Objekt das gleiche Objekt drin. Und deshalb kopieren wir dieses Datum einmal und verwenden das dann als Parameter für unser neues Objekt. Ansonsten ist nicht so viel Interessantes in diesem Objekt drin. Ein paar Getter, Setter, um den Zustand zu ändern. So einen Boolean-Wert mit der Möglichkeit zu erfragen, ob dieses Objekt gerade geschlossen ist oder nicht. Das heißt, da verstecke ich dieses Enum sogar ein bisschen vor dem restlichen Anwendung und dann zwei Methoden, mark is open, mark is closed, die den Zustand hin und her wechseln. Hier könnte man sich auch andere Möglichkeiten vorstellen, vielleicht so eine Toggle-Methode, die immer in Abhängigkeit des Current States den einfach umdreht. Das hier ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher. Ich sage, die Aufgabe soll jetzt als offen markiert werden oder sie soll geschlossen werden. Ist diese Copy-Funktion halbwegs verständlich? Schreiben Sie mal ja, nein in den Chat rein, wenn ich kurz was trinke.
dann lassen Sie uns doch jetzt mal, wenn wir dieses wunderbare Objekt haben, uns Gedanken darüber machen. Okay, wir brauchen die, das ist ein kleiner Vorweggriff, weil ich an bestimmten Stellen meiner Anwendung ein Task-Objekt, also so eine Aufgabe, betrachten möchte und ich würde gerne eine Kopie davon haben, weil ich nicht das Original dieser Aufgabe, so wie es quasi in der Business-Logik unserer Anwendung abgebildet wird, also in dem Kern, in dem das Wichtige unserer Anwendung intern passiert, abgebildet ist, rumreichen möchte. Ich möchte nicht das Objekt, was ganz wichtig für unsere App ist, weil dort die Liste der aktuellen Aufgaben gespeichert ist, zum Beispiel nur, weil dann diese konkrete Aufgabe zufällig im User-Interface angezeigt werden soll, das gleiche Objekt, das identische Objekt an eine andere Schicht meiner Anwendung geben. Weil ich dann Gefahr läufe, dass wenn ich dieses Objekt zwischen den verschiedenen Schichten meiner Anwendung teile, irgendjemand zum Beispiel ohne dass der interne Kern meiner Anwendung was davon mitbekommt, dieses Objekt verändern kann. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, also nur um das deutlich zu machen, warum das irgendwie so wichtig ist. Wir uns mal die Zeit. Kann ich Ihnen auch gleich sagen, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben, was wir tun wollen. Dazu kommen wir vielleicht gleich. Aber ganz kurz noch einmal zu dieser Idee her. Sie haben in Ihrer App, und auch wenn das jetzt so eine ganz, ganz simple To-Do-App ist, die sehr einfach ist und man vielleicht irgendwie ständig denkt, warum mache ich das so kompliziert? Nehme ich da einfach eine Array-Liste mit Task-Objekten und gut ist oder vielleicht einfach nur eine Liste von Strings, wo die Aufgabenbeschreibung drinsteht. Man kann an diesen einfachen Beispielen sehr viel lernen. Und die Idee ist, dass es diese Tasks gibt. Das ist eine Liste von ganz vielen Aufgaben. Alles, was die Leute gerne irgendwie machen wollen. Und das hat nichts mit dem User-Interface zu tun. Das hier, das ist das Allerwichtigste, was es in Ihrer App gibt. Das ist nämlich die Liste der Aufgaben, die die Nutzer und Nutzerinnen mit ihrer Anwendung verwalten möchten. Und das ist irgendwo der Kern von Ihrer Anwendung. Alles andere ist drumherum aufgebaut. Das sind die Daten, die Ihre Anwendung hat. Und dann gibt es drumherum das User-Interface. Und das User-Interface, das zeigt diese Daten an und erlaubt den Nutzern und Nutzerinnen, neue Daten hinzuzufügen. Aber dieses User-Interface, das ist nicht, dem erlauben wir es nicht, diese Daten direkt zu manipulieren, sondern was wir versuchen, durch diese Trennung von diesen beiden Bereichen zu erreichen, ist, dass das wirklich Elementare und Wichtige in unserer Anwendung, nämlich die Daten, an einer geschützten Stelle abgespeichert werden und dass wir nur einen Weg in diese Menge an Aufgaben hinein anbieten, neue Aufgaben hinzufügen und eine Schnittstelle definieren, mit der der aktuelle Zustand dieser Daten sicher im User-Interface angezeigt werden kann. Was wir hier nach außen geben, aus dem internen Bereich, in dem unsere Daten abgebildet werden, sind dann gut geschützte Varianten von diesen Daten, die im User-Interface angezeigt werden können. Also zum Beispiel Immutables wäre eine Möglichkeit. Wir geben diese Task nur als Immutables nach außen, dann kann das User-Interface damit machen, was es möchte. Es kann aber nicht diesen internen Zustand unserer Aufgaben auf irgendeine Art und Weise verändern oder eben diese Objekte als Kopien nach außen geben. Und dann bleibt dieser Kern hier übrig, der unsere Business-Logik, wenn Sie so wollen, ausmachen. Und nur in diesem Kern, nur in dieser untersten Schicht unserer Anwendung, wird es möglich sein, die eigentlichen Aufgaben, die unsere Anwendung ausmachen, zu verändern. Und das ist einer der Gründe, warum wir diesen Konstruktor implementiert haben, diesen privaten Konstruktor in Kombination mit dieser Copy-Funktion. Weil wir eine Schnittstelle brauchen zwischen diesem Kern unserer Anwendung, in dem die Daten abgebildet sind und dem User-Interface. Und was wir da in dieser Schnittstelle rumreichen wollen, sind Kopien von unserer Datenbasis, um sicherzustellen, dass von dem Kern nach außen Daten zwar rausgegeben werden können, aber dass das User-Interface dann keine Möglichkeiten hat, durch die Sachen, die da rausgegeben werden, die zu beeinflussen. Okay, also, das kann man nicht oft genug erklären.
merken Sie sich das am besten, dass das ganz, ganz wichtig ist. Merken Sie sich vor allem auch manchmal, wenn ich irgendwelche Dinge erzähle, die trotzdem, auch wenn die im Kontext von den Beispielen, die ich Ihnen hier so bringe, vielleicht wenig Sinn ergeben. Also wir haben immer das Problem, dass wir manchmal ganz, ganz einfache Beispiele haben, einfach in dem Sinne, dass die nicht sonderlich komplex sind, was das Software Engineering oder Software Design angeht. Aber es liegt halt einfach daran, dass Sie hier zwei Sachen gleichzeitig machen müssen. Sie müssen ein bisschen besser werden im Programmieren und Sie müssen Android lernen. Und wenn wir in eine Richtung irgendwie zu kompliziert werden, dann schaffen wir das einfach nicht. Also vertrauen Sie mir, dass manche Sachen, die ich Ihnen erzähle, auch dann stimmen, wenn die in der konkreten Aufgabe gar nicht so notwendig sind. Aber lassen Sie uns jetzt mal versuchen, diesen inneren Kern unserer Anwendung zu implementieren. Diejenigen, die jetzt schon mal angefangen haben mit der Aufgabe, haben Sie diesen Vorschlag übernommen, so einen Task Manager zu implementieren, der die Aufgaben hat, diese Aufgaben innerhalb unserer Anwendung zu verwalten? Schreiben Sie einfach mal Ja, Nein rein in den Chat, also die Leute, die jetzt vielleicht schon angefangen haben, ob Sie dieses Konzept von einer Klasse, die Aufgabe hat, diese Aufgaben zu verwalten, noch nicht erfolgreich, noch nicht, okay, das ist, heißt, das ist was wir uns jetzt vielleicht auch dann gut zusammen anschauen können. Also das möchte ich jetzt mit Ihnen machen. Ich möchte jetzt einen Ort schaffen in meiner Anwendung, an dem ganz viele Instanzen von dieser Task-Klasse hier verwaltet werden können. Und versuchen wir das mal umzusetzen mit genau dieser Designphilosophie, die ich jetzt gerade versucht habe, irgendwie so näher zu bringen. Wir schaffen jetzt also einen zentralen Ort, der ist nicht mehr in unserer Activity, also wir werden nicht hier eine ArrayList anlegen und da irgendwelche Task-Objekte reinspeichern. Wir werden versuchen, das zu trennen zwischen User-Interface und dem restlichen Teil unserer Anwendung. Und alles, was jetzt nur damit zu tun hat, diese Aufgaben zu verwalten, kommt in eine Extra-Klasse. Und das versuchen wir jetzt mal umzusetzen. Und ein letztes Mal der Hinweis, auch wenn manche Dinge irgendwie overengineert erscheinen, das dient dazu, dass Sie solche Konzepte dann später bei komplizierteren Aufgaben selber anwenden können. Ich schreibe mir jetzt eine neue Klasse, die nenne ich Task Manager und die speichere ich in diesem Package Tasks. Und das soll meine Klasse werden, die diese Aufgaben innerhalb meiner Anwendung verwaltet. Und damit die irgendwas verwalten kann, braucht die natürlich eine Datenstruktur. Und ich würde mich jetzt der Einfachheit halber für eine ArrayList entscheiden. Und zwar eine ArrayList von Tasks. Task, Plural, brauchen wir jetzt hier nicht, weil das ist einfach der Datentyp, der sich aus dem Klassennamen ergibt. Und da speichern wir alle Aufgaben, die in unserer Anwendung existieren. Das heißt, diese ArrayList hier in dem Task Manager, das ist der finale Ort, wo unsere Aufgaben innerhalb der Anwendung liegen. Alles, was irgendwie mit Aufgaben zu tun hat, hinzufügen von neuen Aufgaben, löschen von Aufgaben, umschalten von Aufgaben, generieren von den Kopien, das wird sich alles um diese ArrayList herum abspielen. Also das ist der Ort für uns, an dem nochmal dieses komische Wort Business-Logik, also das, was wirklich zählt innerhalb der Anwendung, das, was da passiert, wird immer was mit dieser ArrayList zu tun haben. Und damit wir nicht vergessen, die zu initialisieren, sorgen wir dafür, dass, wenn dieser Task Manager erstellt wird im Konstruktor, da gleich auch eine leere ArrayListe drin erstellt wird. Und das machen wir nur im Konstruktor. Also nur im Konstruktor wird da diese neue leere ArrayList erstellt und die wird nirgendwo anders, da wird niemals irgendwie was überschrieben werden oder so. Und deshalb können wir die an dieser Stelle einfach auch auf Final setzen. Wir fügen da Inhalte hinzu, löschen möglicherweise auch Inhalte, aber es wird sich niemals was daran ändern, dass in dieser Variable hier genau die Liste ist, die beim Erzeugen des Task Managers erstellt worden ist.
Jetzt hat dieser Task Manager ein paar Aufgaben und wir können ja mal einfach anfangen, die aufzulisten und dann die entsprechenden Methoden implementieren, die wir brauchen, um diese Aufgaben zu erledigen. Das Einfachste ist, oder das Erste, ist es nicht sys.tasks? Also auch, haben wir, glaube ich, am Freitag auch schon drüber geredet, aber jetzt an dieser Stelle würde ich sogar ergänzen, ich weiß nicht, soll ich es ergänzen, aber wir brauchen das nicht unbedingt, dieses sys. Einfach aus dem einfachen Grund, weil wir hier keine Überschneidung haben, was die Parameter angeht. Also wenn jetzt hier ein Parameter wäre, ArrayList Task Tasks, dann wäre es notwendig, dass wir mit dem sys unterscheiden zwischen dieser Variable, die Task heißt, und dem Parameter, der Task heißt. Da wir das aber nicht haben, brauchen wir das nicht unbedingt. Also diese Variable hier, dieser Bezeichner, der verweist auf diese Variable, den nächstgelegene Ort oder die nächstgelegene Variable, die Tasks heißt. Das heißt, diese sys-Referenz bräuchten wir an der Stelle nicht. Die Frage ist, ob man das jetzt zusätzlich trotzdem machen möchte. Ja, kein Problem. Also das, vielleicht sollten wir auch kurz drüber nachdenken. Ich glaube, es gibt schon häufig den Fall, dass man in Konstruktoren zumindest das immer hinschreibt. Können Sie jetzt machen, wie Sie möchten. Also ich würde es auf jeden Fall nicht als falsch ansehen. Ich würde es jetzt mal an der Stelle weglassen. Also solange man es nicht irgendwie braucht, lassen wir es mal weg. Aber das ist jetzt 50-50 Entscheidung. Also können Sie gerne auch hinschreiben. Gerade bei Konstruktoren ist es vielleicht nicht falsch. Vielleicht schaue ich auch nochmal in die Java-Style Guides, ob es nicht vielleicht sogar in Konstruktoren empfohlen ist. Okay, also Konstruktor abgeschlossen. Und jetzt mal ein paar Überlegungen, was brauchen wir denn? Wir brauchen eine Funktion, um einen neuen Task hinzuzufügen. Sowas wie create new task. Wir sagen dem Manager, erstell bitte eine neue Aufgabe, vielleicht anhand von einer Beschreibung. Was könnten wir dann noch brauchen? Wir könnten vielleicht eine Funktion brauchen, die uns eine Kopie möglicherweise der aktuellen gespeicherten Tasks zurückgibt. Get current tasks as copy. Vielleicht, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Und wir brauchen eine Funktion oder mehrere Funktionen, die es uns erlauben, den Zustand eines bestimmten Tasks zu ändern. Auch das ist was, was wir nicht von außen machen möchten, sondern wir wollen diesem Manager sagen, ändere bitte den Zustand eines dieser Task, die du intern gespeichert hast, indem du den Status vielleicht irgendwie umschaltest. Das sind so die wesentlichen Aufgaben, die im Kontext von diesen Tasks innerhalb unserer Anwendung anstehen werden. Vielleicht fällt Ihnen noch ein bisschen mehr ein, also falls Sie noch irgendwie Vorschläge haben, können Sie die gerne in den Chat reinschreiben. Aber das wäre jetzt erstmal für mich so der wesentliche Funktionsumfang von dem Task Manager. Das sind die drei Sachen, die wir implementieren. Und wir können einfach mal damit starten, mit dem einfachsten. Wir wollen eine neue Aufgabe hinzufügen und wir haben die Beschreibung der Aufgabe. Dann sagen wir dem Task Manager, vielleicht über irgendwie erstmal eine Void-Methode, müssen wir uns danach noch überlegen, ob wir da irgendwie ein Ergebnis zurückgeben möchten, dass wir gerne einen neuen Task erstellen möchten, und zwar auf der Basis einer Beschreibung, die wir als Parameter übergeben. Und was wir jetzt machen ist, wir erstellen den neuen Task. Das ist eine lokale Variable, das heißt, wir müssen da jetzt irgendwie nicht zu sehr uns damit aufhalten, einen guten Namen zu finden. Ich glaube, Task ist an dieser Stelle absolut in Ordnung. Also dann wird aus dem Methodennamen, glaube ich, eben klar, was hier passiert. Und wir rufen den einzigen Konstruktor auf, den wir von außen verwenden können, und erzeugen eine neue Aufgabe, erstmal als Objekt. Und danach geben wir der Array-Liste, die wir im Konstruktor erstellt haben, diesen Task hinzu. Also, wir sagen dem Manager, erstell bitte einen neuen Task und füge den zu unserer Liste hinzu. Der Manager verwaltet die ArrayList.
wenn wir eine neue Aufgabe in der Anwendung brauchen, geht das nur über den Umweg dieser Methode. Wir können gerne irgendwo anders diesen Konstruktor aufrufen, aber das wird niemals dazu führen, dass in dieser ArrayList, und das ist ja irgendwie die allerwichtigste ArrayList in unserer ganzen Anwendung, jemals ein neuer Task erscheint. Wenn wir in der Datenschicht eine neue Aufgabe hinzufügen möchten, dann nur über diese Methode. Okay, dann sind da irgendwelche Aufgaben drin und jetzt wollen wir rauslesen oder auslesen von außen, welche Aufgaben denn konkret drin sind. Das heißt, wir erstellen uns eine Getter-Methode, öffentliche Methode, die gibt uns eine ArrayList zurück aus Task-Objekten. Die heißt vielleicht get current tasks. Und jetzt könnten wir sowas machen. Wir könnten die ArrayList, die hier drin gespeichert ist, nach außen geben. Ich hoffe, Sie wissen noch, warum das jetzt zumindest nach dieser langen Einleitung, die ich gemacht habe, keine gute Idee ist. Also warum sollten wir das vielleicht nicht unbedingt machen? Eine öffentliche Methode, die alle Aufgaben, die aktuell gespeichert sind, nach außen geben soll. Und wir machen das, indem wir einfach nur den Verweis auf diese ArrayList nach außen geben. Warum ist das keine so gute Idee? Vorschläge? Gerne einfach mal in den Chat reinschreiben, auch vielleicht nur, um nochmal klarzumachen, was so das Problem ist, was wir jetzt hier versuchen zu umgehen. In dem Moment, wo Sie es irgendwie schaffen, dass eine Referenz auf diese ArrayList nach außen gegeben wird, und das wäre hier der Fall, erlauben Sie es anderen, erlauben Sie es anderen Bereichen auf diese Aufgaben zuzugreifen. Denken Sie immer dran, wenn Sie die Referenz auf diese ArrayList nach außen geben, sind auch alle Aufgaben, die da drin gespeichert sind, von außen zugänglich. Das heißt, jemand, der diese Methode hier aufruft und dieses Objekt hier irgendwo sich anschaut und zurückgibt, hat die Möglichkeit, alle Aufgaben zu löschen, hat die Möglichkeit, den Zustand zu verändern, kann neue Aufgaben hinzufügen. Und dann gibt es plötzlich zwei Bereiche innerhalb Ihrer Anwendung, die irgendwas mit Ihren Daten machen können. Und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Nur der Task Manager darf hier irgendwas machen. Diese Liste müssen wir auf jeden Fall schützen. Was können wir machen? Irgendwelche Vorschläge? Wie können wir jetzt hier diese Methode zufriedenstellen, also eine Möglichkeit geben, dass jemand sieht, was ist dieser aktuelle Zustand, und betrachten Sie dieses Wort Zustand mal so als Momentaufnahme. Also wir geben das zurück, was ganz aktuell eben unsere Aufgaben sind, aber das ist eine Momentaufnahme. Die beschreibt nur den Zustand dieser Aufgabenliste zu dem Zeitpunkt, wo ich es aufgerufen habe, und die wird nicht dynamisch ergänzt. Die kopierte Taskliste zurückgeben. Wie könnten wir sowas machen? Wie könnten wir das kopieren? Wir haben diese Copy-Funktion in der Task-Klasse drin und wir haben eine Liste von Task-Objekten. Irgendein Vorschlag, wie wir das vielleicht kombinieren können, um da eine sichere Kopie nach außen zu geben? Was halten Sie davon, wenn wir an dieser Stelle uns eine neue ArrayList erstellen? Current Tasks, genau, neue Liste, die erstellen wir, die ist erstmal leer, dann nehmen wir uns eine Schleife, ich nehme jetzt mal diese For Each Schleife, For Task, Task in Tasks, also für jede Aufgabe, die aktuell in unserer super geschützten ArrayList drin ist, rufen wir einmal die Copy-Funktion auf und das Ergebnis von dieser Copy-Funktion fügen wir zu unserer neuen leeren Liste hinzu. Also task.copy wird aufgerufen. Wir erstellen also eine Kopie von dem, was aktuell in der Liste drin ist, in diesem Task drin ist, packen das in unsere Kopieliste und geben ganz am Ende
nicht mehr die direkte Array-Liste zurück, sondern die Current Task zurück. Erinnern Sie sich daran, dass die Task-Klasse CompareTo implementiert, also dieses Interface, mit dem wir Objekte miteinander vergleichen können. Die Methode dazu, die habe ich hier schon implementiert und Sie können mir vertrauen, auch wenn das in der ursprünglichen Fassung nicht der Fall war, dass diese Methode dafür sorgt, dass, wenn die aufgerufen wird, neue Task vor alten Task einsortiert werden und offene Task vor geschlossenen Tasks einsortieren. Diese CompareTo-Methode, die funktioniert so, die gibt einen Integer-Wert zurück, entweder einen positiven oder einen negativen oder null, und dieser Integer-Wert, der signalisiert den anderen Stellen der Anwendung, wie diese beiden Objekte, das Objekt, auf dem es aufgerufen worden ist, und das Objekt, mit dem es verglichen werden soll, wie die zueinander stehen. Positiver Wert heißt, das Objekt, auf dem es aufgerufen wird, ist vor den anderen einzuordnen, negativ dahinter, und wenn 0 zurückgegeben wird, dann gibt es keinen Unterschied, was die Reihenfolge dieser Objekte angeht. Und diese Implementierung, die können wir uns jetzt nutzen, um, bevor wir diese Liste zurückgeben, die zu sortieren. Wenn ich eine Array-Liste von Task-Objekten habe oder allgemein von Objekten habe, die dieses CompareTo implementieren, dann ist das Einzige, was ich in Java tun muss, um diese Liste nach den Kriterien, die über diese CompareTo-Methode definiert werden, zu sortieren, der Aufruf von dieser Sort-Funktion. Die sortiert in place, das heißt, der Parameter, der hier übergeben wird, der wird sortiert. Das heißt, ich muss nicht die Rückgabe oder sowas speichern. Und der kümmert sich jetzt darum, dass alle Objekte, die in dieser Liste drin sind, nach den Kriterien, die über die CompareTo-Methode in den einzelnen Objekten oder in der Klasse definiert worden ist, sortiert wird. Das heißt, ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das macht alles Java. Java nutzt dann den Standard Sortieralgorithmus, der da implementiert ist. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was das ist, das Quicksort oder so, was Java verwendet intern. Müsste ich vielleicht nochmal nachschlagen. Und wir haben da eine sortierte Fassung der Liste. Kurze Frage. Warum sortiere ich die Liste nicht immer, wenn ich ein neues Objekt hinzufüge? Oder wenn ich vielleicht später einen Objekt toggle. Also ich habe eine Möglichkeit, die Liste zu sortieren nach Entstehungsdatum, nach sowas wie offen oder geschlossen. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, das immer dann anzuwenden, wenn irgendjemand eine Kopie von den Daten vom Taskmanager anfordert und nicht dann, wenn ich die Aufgabe hinzufüge. Irgendwelche Ideen, warum ich das vielleicht so gemacht habe? Das ist jetzt nicht so schlimm, wenn Ihnen das nicht einfällt, weil es schon relativ viel damit zu tun hat, wie diese Aufgabe an sich aufgebaut ist. Ja, zu viele Anweisungen ist es gar nicht. Also zumindest wäre das jetzt nicht mein Ansatz gewesen. Können Sie sich natürlich überlegen, dass man das immer nur dann macht, wenn es notwendig ist. Es hat auch gar nicht so technische Hintergründe, sondern es ist von meiner Perspektive her einfach nicht notwendig, weil diese Sortierung nach offenen und geschlossenen Tasks und nach Erstellungsdatum, die ist nur für das User-Interface wichtig. Den Task-Manager interessiert das nicht. Also ich habe zumindest keine Anforderung definiert, in der für den Task-Manager es irgendwie relevant ist, wie diese Informationen hier gespeichert werden. Das ist eine reine Gefälligkeit für das User-Interface, dass hier in dieser Liste das in der richtigen Reihenfolge angezeigt werden kann. Und deshalb mache ich das nur, wenn ich diese Kopie der Werte nach außen gebe. Auch wieder ein Punkt, den man sich merken kann. Sie geben Repräsentationen von Daten nach außen. Sie geben immer, sie geben nie, hoffentlich nie, die eigentlichen Daten ihrer Anwendung an die nächsthöhere Schicht zurück, sondern das sind immer Kopien, States, Zustände von diesen Daten, mit denen irgendjemand anders was machen muss. Und das User-Interface, das braucht eine Kopie von den aktuellen Aufgaben, und
Damit das User Interface das richtig anzeigen kann, muss das nach bestimmten Kriterien sortiert sein. Innerhalb unseres Task Managers brauchen wir diese Sortierung nicht. Und dementsprechend machen wir das nicht jedes Mal, wenn eine neue Aufgabe hinzugefügt wird oder wenn wir den Task State toggeln, sondern nur dann, wenn wir tatsächlich dieses Set an Daten für einen bestimmten Anwendungsfall, in unserem Fall ist das die Anzeige im User Interface, nach außen geben wollen. Okay, wieder was abgehakt. Wir können eine Kopie der aktuellen Daten nach außen geben. Jetzt bleibt noch dieses Toggling des States. Da würde ich jetzt gerne von innen nach außen arbeiten. Ich schreibe jetzt mal eine Methode, die irgendeinen Task, der in dieser Liste hier drin ist, Conditional Collection never queried, woran könnte es liegen? 21. In der Zeile 21. Ist jetzt bei Ihnen auch der Kopf von der Schleife? Zeile 20. Gute Frage. Also, da es bei mir nicht angezeigt wird, auch nicht als Warnung, nehme ich mal an, dass vielleicht bei Ihnen Ihre Entwicklungsumgebung ein bisschen anders eingestellt ist und dass Sie dann höre, als Sie irgendwas vielleicht eingestellt haben, irgendeine andere Stärke der Warnung, weil das, was Sie da beschreiben als Fehlermeldung, dürfte ja eigentlich nicht passieren. Schauen wir mal, was passiert, wenn ich das hier rausnehme. Also wenn Ihr Code bei Ihnen genauso ausschaut wie bei mir, nehme ich mal an, dass es bei Ihnen vielleicht in der Entwicklungsumgebung liegt. Also dass Sie da in diesen Warnungen, das kann man ja einstellen, was irgendwie von IntelliJ bzw. von Android Studio da an Feedback gegeben wird, dass Sie an der Stelle das vielleicht ein bisschen anders eingestellt haben. Müssen Sie vielleicht nochmal schauen, ob Sie es genauso jetzt hingeschrieben haben, wie ich das hier gemacht habe, oder ob es da im Detail nicht noch Unterschiede gibt. Aber wäre jetzt das Einzige, was ich als Erklärung hätte, wenn der genau der gleiche Code bei Ihnen eine Warnung verursacht und bei mir nicht. Außer ich sehe jetzt irgendwo die Warnung tatsächlich nicht. Also vielleicht schauen Sie mal, ob es genauso bei Ihnen auch ausschaut. Und wenn ja, nehme ich mal an, dass es vielleicht was mit der IDE zu tun hat. Okay, Umschalten von dem Zustand von einer Aufgabe. Würde ich jetzt gerne in zwei Schritten machen. Ich würde zuerst intern eine Methode implementieren. Private void toggle task state. Die kriegt einen Task übergeben. Task to toggle. Und die geht schon davon aus, dass das der richtige Task ist, der irgendwo in dieser Arraylist hier drin steht. Und schaut sich an, was dessen Zustand ist und schaltet dann entsprechend den Zustand um. Also wenn der offen ist, der Task, der hier übergeben wird als Parameter, ist der Nachaufruf der Methode geschlossen. Wenn er geschlossen ist, ist er offen. Also ein ganz einfaches Umschalten von diesem Task, der hier übergeben wird. Das Erste, was wir auch wenn wir davon ausgehen, dass das hier ein Task innerhalb der Arrayliste ist, machen können, solange wir nicht bessere Wege innerhalb unseres Programms dafür finden, ist sowas. Also bevor wir irgendwelche Dinge an diesem Objekt verändern, checken wir doch erstmal, ob der nicht zufällig null tatsächlich ist. Und falls das so ist, gehen wir aus der Methode raus. Warum mache ich das? Ich möchte nicht, dass ich jetzt irgendwelche Operationen versuche, auf diesem Objekt durchzuführen, also zum Beispiel dessen State auslese und dann umschalte und dann entsprechend erst merke, dass hier aber ein Objekt übergeben worden ist oder aus irgendeinem Grund ein Parameter übergeben worden ist, der null ist, also der gar nicht existiert und ich dann irgendwie mein Programm zum Abstürzen bringe. Also so ein ganz frühe Fehlerkontrolle und auch dafür, also mal abgesehen davon, dass man sowas Null-Check nennt und abgesehen davon, dass es gerade in Android auch schönere Möglichkeiten gibt, das zu prüfen,
versteckt sich hierhinter wieder eine Designentscheidung, die man ganz häufig findet. Ich programmiere jetzt mal ein bisschen weiter und dann sprechen wir nochmal darüber, wie man das nennt, und dann können Sie dem Ganzen auch wieder einen Begriff geben. Wenn das jetzt nicht null ist, also wenn ich weiß, dass dieser Task existiert, dann schaue ich mir an, ist der Task geschlossen? Das ist eine Methode, die ich in der Klasse definiert habe. Und dann würde ich an der Stelle den Task als offen markieren. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann der ja nur in unserem einfachen Fall gerade offen sein. Genau, early return ist der Begriff, auf den ich gleich hinaus wollte. Ich habe jetzt nur kurz gewartet, weil es ein bisschen besser ist, das zu erklären, wenn ein bisschen mehr in der Methode drinsteht. Aber jetzt, wo wir die Logik hier von dieser Methode haben, können wir es uns auch nochmal genauer anschauen. Also, wenn der Task offen ist, wenn der Task geschlossen ist, jetzt habe ich es genau falsch schon gemacht, oder? Genau falsch rum. Wenn der Task geschlossen ist, dann öffnen wir ihn. Und wenn er nicht geschlossen ist, dann ist er entsprechend offen und wir können ihn schließen. Also so rum ist es korrekt. Und hier oben bricht unsere Methode ab, wenn wir nicht die richtigen Ausgangsbedingungen haben, nämlich der Task null ist, also wir gar nicht diese Operation hier durchführen können. Und das nennt man in den meisten Fällen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man hier nicht eher einfach von Null Check sprechen würde, aber das, worauf ich hinaus wollte, ist dieses Early Return. Also Sie prüfen am Anfang von der Methode, existieren überhaupt die Rahmenbedingungen, um diese Methode auszuführen? Und wenn die gar nicht existieren, dann gehen Sie gar nicht in die eigentliche Arbeit in der Methode rein, sondern Sie brechen das Ganze einfach ab. Erinnern Sie sich noch an den Begriff Early Return? Also gerade die Leute, die im Winter schon den OOP-Kurs mitgemacht haben. Genau, erinnern Sie sich dran. Also, immer überlegen, kann ich vielleicht am Anfang von meiner Methode grob prüfen, ob die Rahmenbedingungen tatsächlich existieren, damit der Rest von der Methode Sinn macht, also damit es überhaupt einen Grund hat, den auszuführen, und wenn nicht, dann breche ich das einfach ab. Also auch Void-Methoden können mit Return abgebrochen werden. Okay, das hilft uns jetzt alles noch nicht so viel, weil wir diese Methode ja von außen gar nicht zugreifen können, auf diese Methode gar nicht zugreifen können. Und der Grund ist, wir verstecken ja diese Taskliste ganz bewusst vor den anderen Stellen unserer Anwendung. Das heißt, die können uns auch nicht sagen, dass ein ganz bestimmtes Objekt, ein ganz bestimmter Task umgeschaltet werden soll. Das heißt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie über einen Umweg, also über eine indirekte Information, wir diesem Taskmanager sagen können, welches der internen Objekte jetzt verändert werden soll. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Ansätze. Wir könnten unterschiedliche Eigenschaften verwenden. Ich implementiere mal eine Sache. Und zwar könnten wir sagen, über eine öffentliche Methode, public void, toggle task state for ID. Also wir übergeben irgendeine ID, vielleicht als String. UUIDs können zu Strings umgewandelt werden. Sie könnten hier auch UUID als Parameter nehmen. Ich glaube, ich habe das in dem Lösungsvorschlag verwendet, den Sie später in der Woche bekommen. Daher bleibe ich jetzt mal dabei. Und was diese Methode machen soll, ist, die soll einer Stelle außerhalb von dem Taskmanager die Möglichkeit geben, über die Angabe einer ID den Wechsel des Taskzustands eines konkreten Objektes, einer konkreten Aufgabe in Auftrag zu geben. Unser Taskmanager schaut dann, ob er so eine Aufgabe mit dieser ID kennt und würde den Zustand von der dann entsprechend verändern. Und damit wir, wenn wir hier nicht nur eine Sache haben, sondern vielleicht haben wir auch, was ist noch leicht zu implementieren, vielleicht haben wir noch sowas, public void toggle task state for position oder state at position vielleicht. Also wir geben eine ganz konkrete Position innerhalb unserer Liste an und wollen für diese Position das entsprechende Item in seinem Zustand ändern, damit wir da nicht immer das hier hinschreiben müssen,
den gleichen Code, haben wir einmal die generische Variante implementiert. Und jetzt müssen wir in diesen beiden Methoden nur rausfischen, welches Objekt gemeint ist und damit diese Methode aufrufen. Also zum Beispiel bei der Position holen wir uns den relevanten Task aus der ArrayListe raus und übergeben den an die entsprechende Methode, die wir vorbereitet haben. Jetzt an dieser Stelle mache ich mal die einfache, aber vielleicht nicht beste Variante. Ich schaue mir wieder alle Tasks an, die in der Liste gespeichert sind. Ich vergleiche immer wie mache ich das am besten? Ich vergleiche immer von der Aufgabe die ID mit der ID, die übergeben worden ist. Und wenn ich die Aufgabe gefunden habe, die genau die gleiche ID hat, die ich hier als auch Parameter übergeben habe, dann rufe ich die ToggleTaskState Methode wieder auf und übergebe die Aufgabe, an der Stelle ich gerade bin. Und weil wir ja wissen, dass es zu jeder ID nur eine konkrete Aufgabe geben kann, können wir dann eigentlich hier an dieser Stelle diese Vorschleife auch abbrechen oder die ganze Methode abbrechen. Und dann haben wir zwei verschiedene Möglichkeiten, wie man von außen indirekt den Zustand eines dieser gespeicherten Objekte verändern kann. Und zwar, indem wir entweder die Position oder die ID angeben. Unser Task Manager sucht das richtige Objekt raus und ruft dann diese ToggleTaskState-Methode auf. Was fehlt jetzt noch? Es fehlt noch eine Möglichkeit, dass die anderen Teile unserer Anwendung, die dieses öffentliche Interface, vor allem die CreateNewTask-Methode und die Methode zum Umschalten von den Zuständen von so einem Task-Objekt informiert werden, dass sich in dem Task-Manager was getan hat. Und das könnten wir jetzt dadurch lösen, dass wir vielleicht hier einen Return-Wert hinzufügen und vielleicht sowas wie den Task, der verändert worden ist, zurückgeben oder einen True oder False dafür, ob das erfolgreich war, genauso wie wir das dann hier vielleicht bei dem neuen Task machen können. Vielleicht geben wir den neu erstellten Task als Rückgabewert zurück. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, wie wir andere Komponenten unserer Anwendung darüber informieren können, dass sich in diesem Task Manager was getan hat. Fällt Ihnen da irgendwas zu ein? Ich habe jetzt diese Klasse Task Manager, die verwaltet meine Aufgaben. Die hat diese interne ArrayList, die bietet mir oder den anderen Komponenten öffentliche Schnittstellen an, mit denen Dinge hier drin passieren können oder ausgelöst werden können, Operationen, und jetzt möchte ich nach außen geben. Okay, macht die Methode ToggleTaskState nicht eher in der Task-Klasse Sinn? Also die Task-Klasse, die hat ja tatsächlich auch Methoden dafür. Also da kann ich den Zustand direkt verändern. Den Stream, den lade ich vielleicht heute, spätestens morgen früh hoch. Wir wollen nicht, dass irgendwelche anderen Stellen den Zustand einer Aufgabe verändern können. Und wir wollen diesen Task Manager so als Single Point of Truth etablieren. Nur der kann eine Aufgabe umschalten. Und wenn wir von außen auf diesen Task Manager zuschauen, dann haben die anderen Komponenten unserer Anwendung ja immer nur, wo waren wir, die Kopie von den Aufgaben, die wir nach außen geben. Und wenn die jetzt in dieser Array-Liste, in dieser Kopie, auf jedem Task-Objekt eine Methode aufrufen würden, ToggleTaskState, dann würden sie ja nur die Kopie ändern. Was wir aber machen wollen ist, wir wollen den aufrufenden Stellen, also den Stellen außerhalb von diesem Task-Manager, erlauben, eine tatsächliche Aufgabe, die
hier in diesem Kern unserer Anwendung liegt, die in ihrem Zustand zu ändern. Und deshalb machen wir diesen Umweg über die Möglichkeit, dem Taskmanager entweder anhand der Position oder der ID zu sagen, dass sich eine bestimmte Aufgabe verändern soll. Also nochmal, warum wir das jetzt hier machen, ist, die anderen Stellen unserer Anwendung, die möglicherweise auch mit Task-Objekten zu tun haben, haben niemals direkt mit den Objekten zu tun, die hier drin sind und auf die es wirklich ankommt. Man kann das auch anders implementieren. Also es ist am Ende wahrscheinlich sogar viel schöner, wenn die aufrufenden Stellen das gar nicht so mitbekommen, dass sie nur eine Kopie haben. Also man zum Beispiel vielleicht dieses Task-Objekt zwar kopiert, aber trotzdem irgendwie noch eine Verbindung zu dem Task-Manager aufrechterhält, sodass, wenn sich das äußere Objekt ändert, der Task-Manager informiert wird darüber. Aber das macht das jetzt an dieser Stelle ein bisschen komplizierter. Also die Idee ist, denn nur der Task-Manager kann Aufgaben verändern, hat dazu diese beiden öffentlichen Methoden. Und das Task-Objekt selber, das könnte man theoretisch ändern in seinem State, aber die Objekte, die nach außen gegeben werden, die hätten, wenn sie sich ändern, keinen Einfluss auf die Datengrundlage unserer Anwendung. Macht das so ein bisschen Sinn? Und der Grund, warum hier die Methode privat ist, ist, weil die quasi das generische Umschalten von einer Aufgabe implementiert und die Schnittstelle nach außen, die piped über diese beiden Punkte, über diese beiden Angriffsmöglichkeiten, dann den Task, um den es eigentlich geht, der entweder über seine Position in der Liste oder über seine ID identifiziert wird, in diese private Methode rein. Wenn wir hier das Public machen würden, das würde nicht wirklich funktionieren, weil dann würden wir wirklich nur den Aufruf von dieser Methode irgendwie kapseln und das macht dann wenig Sinn. Was sie aber, also kurz, kann ja über alles irgendwie ewig lang diskutieren, was sie aber, und vielleicht meinen sie ja auch das, also vielleicht habe ich das jetzt nur falsch interpretiert, was vielleicht sehr viel Sinn ergeben würde, wäre tatsächlich, wenn man in der Task-Klasse selber anstatt diesem Mark as open und Mark as closed sowas machen würde, public void toggle. Vielleicht meinen sie ja das, ob wir dieses Umschalten, jetzt unabhängig davon, wo das im Task-Manager passiert, in den Task auslagern. Also anstatt einer, oder zusätzlich zu einer Mark is open und Mark is closed Funktion, die den Status auf einen bestimmten Wert setzt, dieses Switchen zwischen den Zuständen in einer Methode des Task-Objektes oder der Task-Klasse implementieren. Haben Sie das gemeint? Können Sie ja mal kurz Ja, Nein irgendwie reinschreiben, falls Sie das eher gemeint haben. Genau. Okay. Gerne. Können Sie machen. Spricht wenig dagegen. Es spricht aber einiges dafür, das hier auf jeden Fall zusätzlich zu machen. Also ich habe das aus einem bewussten Grund mit diesen beiden Objekten, mit diesen beiden Methoden gemacht, weil es manchmal ganz hilfreich ist, wenn Sie so ein Objekt haben und es hat einen Zustand, Sie von außen den Zustand ganz explizit setzen können. Also in dem ganz konkreten Fall bin ich voll auf Ihrer Seite. So eine Toggle-Funktion wird man sich wahrscheinlich wünschen als Programmierer oder Programmiererin. Macht super viel Sinn. Aber genauso wie Sie sagen, irgendwie Mark is open, Mark is closed, kann es ja trotzdem noch geben. Und ich habe das jetzt einfach mal an dieser Stelle gemacht, weil das für mich in dem Design wichtiger war, dass man diesen Zustand direkt setzen kann. Und ich hatte schon im Kopf, dass es diesen Task-Manager gibt, der dann möglicherweise diesen Unterschied macht. Der Vorteil ist auch, dass man, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, die gerade vor 10 Minuten vorgeschlagen worden ist, nämlich mit Observern und Listenern jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein bisschen was zu machen, hier an dieser Stelle diese beiden Unterschiede, wurde der Task als offen oder als geschlossen markiert, sogar noch mit nach außen leichter kommunizieren kann. Kann man alles über die Task-Klasse dann auch machen, dann hat man so eine zusätzliche Ebene noch drin. Also Sie haben völlig recht, das ist jetzt keine falsch oder richtig Entscheidung, sondern das ist einfach das, was ich mir irgendwie ursprünglich dabei überlegt habe. Aber so eine Toggle-Funktion im Task wäre wahrscheinlich auch nett. Das hat jetzt aber die Frage beantwortet, oder? Oder die
den Kommentar von Ihnen nochmal eingeordnet. Okay, worauf ich eigentlich jetzt, und vielleicht gönnen wir uns noch die, sagen wir mal, 10 Minuten. Ich weiß nicht, ob wir dann nochmal eine extra Sitzung machen wollen, aber 10 Minuten bleiben Sie noch dabei. Dann ist auch Feierabend. Ich würde jetzt gerne diese Information, was passiert in dem Task Manager, nach außen geben. Und gerade hat schon jemand vorgeschlagen, dass wir das vielleicht mit einem Observer machen können. Und Observer-Pattern sagt Ihnen allen was, oder? Schreiben Sie mal ja, nein in den Chat rein. Sagt Ihnen auf jeden Fall was. Also wenn Sie jetzt den Kurs machen, weil Sie in Regensburg Medieninformatik studieren oder vorher einen anderen Java-Kurs oder sowas gemacht haben, dann wissen Sie, was das Observer-Pattern ist. Listener, genau. Und was ich jetzt mache, ist, ich definiere eine Schnittstelle, einen Task-Manager-Listener, der genutzt wird, um aus diesem Task-Manager heraus Informationen über Zustandsänderungen an interessierte, außenstehende Stellen unserer Anwendung weiterzugeben. Und ich mache das jetzt mal innerhalb dieser Klasse, weil das einen, also Sie kennen normalerweise diesen Ansatz, wir machen eine neue Datei, in dem legen wir das Interface an, was die Schnittstelle zwischen Listener und oder zwischen Observer und Observable definiert. Der Observer implementiert das dann und dann verbinden wir die beiden mit so einer einfachen Setter-Methode vielleicht. Das ist alles kein so großes Ding, aber normalerweise packen wir diesen Listener in eine eigene Datei. Was Sie ganz häufig im Android-Framework finden, ist, dass der Listener, der zu einem bestimmten Observable gehört, nicht in einer separaten Datei implementiert wird, sondern dass der Teil von der Klasse ist, mit so einer öffentlichen, mit einer zusätzlichen öffentlichen Eigenschaft der Klasse. Also zum Beispiel sowas, public interface task manager listener. Also Interfaces und auch Klassen übrigens müssen nicht zwangsweise in einer eigenen Datei definiert werden, sondern die können Sie auch als Teil von zum Beispiel dieser Task-Manager-Klasse definieren. Und da schreiben wir jetzt mal ein paar Methoden rein, die für diese Kommunikation zwischen den beiden Stellen relevant sein könnten. OnTaskEdit vielleicht. Es wurde ein neuer Task hinzugefügt. Wollen wir den übergeben? Weiß ich nicht. Lassen wir es mal so. Legen wir uns später, was da genau passiert. Und vielleicht on task state changed. Das sind die beiden Punkte, über die angeschlossene Observer informiert werden. Und wir legen dieses Interface als Teil von der einzelnen Task Manager Klasse fest. Jetzt implementieren wir mal die einfachste Variante, wie wir diesen Task Manager mit einem Listener verbinden können. Und zwar auf die Art und Weise, wie das auch häufig bei den Views in Android implementiert ist, nämlich mit so einer 1-zu-1-Beziehung. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass klassischerweise das Observer-Pattern eigentlich davon ausgeht, dass es ein Observable und ganz viele Observer gibt. Das ist in Android, und deshalb spricht man vielleicht dann auch eher von Listenern und nicht von Observern, weil es nochmal so eine besondere Form ist, wir häufig so eine 1-zu-1-Beziehung haben. Also auf einem View registrieren Sie zum Beispiel genau einen On-Click-Listener. Machen wir es hier mal genauso. Wir erstellen uns eine Instanzvariable. Die mache ich auch final tatsächlich, weil wir das gleich direkt im Konstruktor setzen wollen. Und jedes Mal, wenn wir einen neuen Task Manager erstellen, übergeben wir ganz konkret einen Listener und speichern uns diesen Listener dann auch. Und jetzt brauchen wir das Sys, weil ich die Parameter so ungünstig gewählt habe, und speichern uns diesen Listener in der entsprechenden Instanzvariable. Und jetzt würde ich vielleicht sogar, damit es einheitlich ist, hier auch das Sys noch davor schreiben. Und wenn wir jetzt einen neuen Task hinzugefügt haben, dann rufen wir auf unserem Listener, jetzt ändere ich das nochmal ganz kurz, refactor, rename on task created. Kleiner Unterschied, aber wenn die Methode create new task heißt, dann sollte das Äquivalent im Listener, das dann aufgerufen wird, vielleicht auch on task created heißen. Mach bitte das und informiere mich, wenn es erledigt ist. Ist ja
auch sprachlich was, was sie benutzen können, um Zusammenhänge zwischen zum Beispiel so einer öffentlichen Methode und dann der in direkter oder indirekter Konsequenz aufgerufener Listen-Methode zu verdeutlichen. Also create new task, task created wird aufgerufen. Und wenn wir eine von diesen Toggle-Methoden aufrufen, wird ja in jedem Fall diese Methode irgendwann hier aufgerufen und dann können wir an der Stelle vielleicht auch den Listener informieren, Listener on task state changed. Also wenn sich der Status einer Aufgabe geändert hat, dann informieren wir nach außen die angeschlossenen oder den angeschlossenen Observer. Ob man da jetzt noch Parameter übergibt, und wenn ja, welche, weiß ich noch nicht. Im Moment möchte ich nur diese Information nach außen geben. Also es ist was in dem Task Manager passiert. Und lassen Sie uns das jetzt vielleicht nochmal zu Ende bringen, indem wir jetzt in unserer Main Activity diesen Task Manager, soweit wie wir hier gekommen sind, tatsächlich auch mal verwenden. Ich gehe jetzt in meine Main Activity. Meine Main Activity, die kümmert sich nicht um die Aufgabenverwaltung. Die hat schon genügend andere Aufgaben. Die delegiert das an einen Task Manager, der als Instanzvariable gehalten wird. Und in meiner onCreate-Methode rufe ich vielleicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein bisschen zu viel ist. Machen wir es mal. Ich glaube, da kommt am Ende nur ein Methodenaufruf, nur ein Aufruf in diese Methode rein. Das können wir dann noch woanders hinpacken. Aber ich erzeuge mal eine Initialisierungsmethode für unseren Task Manager. Und da erzeugen wir einen neuen Task Manager. Und jetzt brauchen wir einen Listener. Irgendjemand, der darauf lauscht, was passiert, wenn in diesem Task Manager was passiert. Und ich würde jetzt gerne die Activity zu so einem machen. Deshalb lasse ich den Task Manager Listener implementieren. Und der ist Teil von dem Task Manager. Und deshalb diese Schreibweise. Also ein öffentliches Interface, was Teil von dieser Klassendefinition ist. Deshalb wird es mit dem Punktoperator verbunden. Das sehen Sie vielleicht noch als nächstes, wenn Sie sich bei der Aufgabe tatsächlich mal an den Recycler-View dran wagen und da dann auch sehen, dass ganz, ganz viele Dinge, Adapter, Viewholder etc., so als Teil von anderen existierenden Klassen definiert werden. Und da hat man immer diesen Punktoperator. Also wenn Sie so auf sowas stoßen, nicht wundern, das ist absolut richtig. Das heißt einfach, dass dieser Teil als öffentlicher Teil dieser übergeordneten Klasse definiert ist. Implementieren wir die Methoden und dann können wir beim Erstellen des Task Managers sagen, dass wir hier an dieser Stelle unsere Activity auch der Listener sein sollen. Das rufen wir jetzt einfach auch direkt mal auf. Und jetzt probieren wir das gleich mal aus, ob das funktioniert hat, indem ich hier mal Log-Ausgaben erzeuge. Ich lasse mir ausgeben, wenn ein neuer Task erstellt worden ist. Und ich lasse mir ausgeben, indem ich das hier kopiere, wenn ein neuer oder wenn der State eines existierenden Tasks sich verändert hat. Also meine Activity verwendet diesen Task Manager, um Aufgaben zu verwalten. Erstellt den, wenn onCreate aufgerufen wird. Macht im Moment noch nicht so viel, aber gibt zumindest eine Log-Ausgabe aus, wenn dieser Task Manager sich dann später meldet und sagt, es ist irgendwas passiert. Damit jetzt was passiert, müssen wir diesen Task Manager auch verwenden. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal ein paar Aufgaben ergänzen. Create new task, Java lernen, was müssen wir noch machen? Vielleicht müssen wir Android lernen, vielleicht müssen wir MVC lernen, also dieses Grundprinzip, wie man vielleicht innerhalb seiner Anwendung Dinge aufteilt zwischen Model View und Controller und Patterns müssen wir sowieso immer lernen. Und Java haben wir schon abgeschlossen, deshalb können wir
die Aufgabe an der ersten Position schon umschalten. Also wir wissen, dass das Erste, was wir eingeben in den Task Manager, deshalb hat das Position 0. Wir toggeln das jetzt. Das hier passiert natürlich nicht einfach so irgendwo im Code. Das wird später dann hier mit dem User Interface natürlich auch verknüpft. Aber wenn ich den Code jetzt ausführe, schauen wir mal, was passiert. Und dann sehen Sie interessanterweise, dass nur zweimal das ausgegeben wird. Höchst interessant. Okay, das ist etwas, was ich mir gerade nicht erklären kann. Mal ganz kurz. Ich wollte Ihnen jetzt eigentlich wunderbar zeigen, dass jedes Mal, wenn ich das ausführe, das auch funktioniert. Versuchen wir das mal zu debuggen. Create Task. Erstellt einen neuen Task, fügt den hinzu und ruft einmal die Listener-Methode auf. Ich versuche gleich eine Erklärung zu formulieren. Vorher würde ich aber sagen, fassen wir mal ganz kurz zusammen, was wir jetzt erreicht haben, mal abgesehen von diesem Bug. Wir haben jetzt die Aufgabenverwaltung von unserer Anwendung komplett in diesen Task Manager gepackt. Und wenn wir jetzt die Sachen im User Interface, wenn wir neue Aufgaben hinzufügen möchten, können wir das über den Task Manager machen, zum Beispiel mit der Eingabe, die Nutzer und Nutzerinnen dann über das User Interface folgen. Und wir können uns zu jeder Zeit auch die aktuellen Aufgaben als Kopie ausgeben und dann entsprechend mit diesen Kopien des aktuellen Zustands unseres Task Managers das User Interface befüllen. Ich würde das jetzt an der Stelle mal belassen. Es ist jetzt auch schon ziemlich spät. Ich überlege mir mal, ob ich vielleicht noch irgendwie vor Freitag die Gelegenheit habe, vielleicht dann auch das User Interface Teil von der App mit Ihnen anzuschauen. Aber vielleicht können Sie ja das, was wir jetzt heute besprochen haben, auf dieser logischen Ebene auch schon mal in Ihrer eigenen Implementierung von dieser Aufgabe berücksichtigen. Und jetzt versuche ich nochmal ganz kurz diesen Bug zu beheben und dann soll es auch gut gewesen sein. Ich würde mal testweise im Task Manager tatsächlich den Task zurückgeben, der hier erstellt worden ist. Dazu ändere ich hier die Signatur meiner Interface-Methode. Sie können mir gerne auch mal in den Chat schreiben, ob das bei Ihnen allen dieses Problem tatsächlich ist oder ob das jetzt nur ein oder zwei Leute betrifft. Hier mal die Taskaufgabe, also betrifft sie auch, okay. Ich gebe jetzt mal zusätzlich zu diesem Logstring auch noch die Description vom Task aus, weil ich gerne hier diesen Logstring so gestalten möchte, dass der für jeden Task ein anderer ist. Jetzt probieren wir das mal aus. Also Java lernen steht da drin. Und jetzt ergänze ich ein paar weitere Aufgaben. Android lernen, Pattern lernen, MVC lernen. Das Ganze nochmal aus. Und jetzt haben wir plötzlich alle Ausgaben drin. Ich vermute mal, ohne es zu wissen, dass Logcat vielleicht so schlau ist, dass gleiche Ausgaben zusammengefasst werden. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand, der zufällig sich hierhin verirrt hat und schon ein bisschen mehr mit Android-Entwicklung sich auskennt, das bestätigen kann. Ich recherchiere das mal zum nächsten Mal. Aber das wäre jetzt hier meine Vermutung, dass wenn Sie ein paar Mal den gleichen String ausgeben per Logcat, wir können das ja mal ausprobieren. Wenn ich das jetzt hier ein paar Mal ausgebe, was passiert dann? Dann vielleicht irgendwelche Optimierungssachen laufen. Ja, schauen Sie, da wird immer zweimal maximal das ausgegeben.
und die restlichen Sachen verschwinden. Also scheinbar haben wir eine Funktion gemerkt von Loghead, die ich noch nicht gekannt habe, nämlich dass gleich Logstrings, die aufeinander folgen, identische Logstrings, nicht alle ausgegeben werden. Kann man bestimmt auch abschalten. In diesem Fall haben wir das jetzt, hätte es uns fast irgendwie ein bisschen Verwirrung gestiftet, aber indem wir den Task noch mit aufgenommen haben, in diesem Logstring ist der immer eindeutig und dann wird der auch korrekt ausgegeben. Also ich vermute mal, dass man das irgendwo ein- oder ausstellen kann. Ich habe es tatsächlich von Loghead nicht gekannt. Es gibt andere Konsolen, wo das auch so ist. Also wenn Sie im Browser arbeiten, in den Developer-Tools von Chrome und Firefox ist das auch so. Da steht dann aber immer noch dran, wie häufig diese Ausgabe sich wiederholt hat. Hier haben wir jetzt was Neues gelernt. Das ist ja ganz schön. Aber mit dieser tollen Erkenntnis über Loghead muss ich Sie jetzt auch leider schon mal wieder verabschieden. Haben jetzt nicht allzu viel im User-Interface gemacht, aber vielleicht war das ja auch mal eine ganz gute Runde, so ein bisschen losgelöst von Android, nochmal über Software-Design zu reden und uns diesen Task-Manager anzuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen was gebracht und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder am Freitag mit den nächsten Themen, mit ganz interessanten Themen, denn wir werden uns dann mit Datenbanken beschäftigen und spätestens da ist diese Trennung und das Implementieren von so einzelnen wohldefinierten Punkten innerhalb von unserer Anwendung, die für die Datenverwaltung notwendig sind bzw. verantwortlich sind, ganz, ganz wichtig. Also da können wir dann nahtlos anknüpfen und falls Bedarf besteht, können wir uns vielleicht auch noch im Laufe der Woche in so einem zentralen Stream nochmal ein paar andere Aspekte von der Übungsaufgabe anschauen. Ansonsten sehen wir uns zumindest in Teilen morgen in den Übungen und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, haben Sie noch einen schönen Abend und dann bis Freitag. Ciao!